Das Land erhält Ende Februar rund 76.000 Dosen des Impfstoffes Novavax, sodass zunächst rund 38.000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern geimpft werden könnten. So auch in der Hansestadt Wismar. Der Impfstützpunkt des Landkreises Nordwestmecklenburg an der Wismarer Hochschule bietet voraussichtlich ab dem 28. Februar den Corona-Impfstoff Novavax an. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Totimpfstoff. Aufgrund der begrenzten Impfstoffmenge erhalten zunächst nur Berufsgruppen aus den Bereichen Gesundheit, Pflege und Eingliederungshilfe den Impfstoff. Unter dem Impfportal des Landes MV sowie der Impfhotline können bereits Termine gebucht werden.